Heute gibt es dieses leckere Sandwich im Opti-Grill. Ist wieder eine ganz einfache Sache, schmeckt aber richtig gut. Das ist ein Tuna-Melt-Sandwich. Und dazu heizt ihr erstmal den Opti-Grill im Sandwich-Programm vor und habt hier diese einfachen Zutaten da. Ein bisschen Käse, Zwiebeln, Mais, Petersilie, Senf, Limette, Thunfisch und Mayonnaise. Ich nehme hierzu den Thunfisch, der im eigenen Saft liegt, also nicht den in Öl. Den Saft habe ich hier vorher noch abgegossen und dann kommt das erstmal in eine Schüssel rein. Ich habe hier zwei Dosen genommen. Die sind jeweils 130 Gramm quasi ohne die Flüssigkeit, die drin ist. Jetzt kommt ein guter Schuss Mayonnaise dazu. Ich habe sie extra mit abgewogen, damit ihr es ungefähr sehen könnt. Ihr seht so 60 Gramm. Jetzt kommt Senf dazu. Da habe ich einfach so einen Teelöffel reingemacht. Dann brauchen wir eine Limette. Das bringt ja einfach nochmal einen frischen Kick mit rein. Einmal die Limette halbiert und dann da reinpressen. Dann habe ich noch eine halbe rote Zwiebel klein gewürfelt. Die kommt auch noch mit dazu. Und ich finde, Mais passt auch sehr lecker dazu. Auch nochmal hier so ein kleines Schüsselchen. Und an Gewürzen nehme ich hier einfach glatte Petersilie, die ich vorher gehackt habe. Salz noch mit rein natürlich und Pfeffer, damit das Ganze gut gewürzt ist. Und jetzt muss ich diese Mischung nur noch einmal durchrühren, damit es ja schön gleichmäßig alles verteilt. Und das sieht doch schon mal gut aus und ist echt eine richtig leckere Kombination. Was ich noch vergessen habe, ist Knoblauch. Ist jetzt natürlich optional, dass man da noch eine Zehe mit reinpresst, je nachdem, ob ihr den Knoblauchgeschmack mögt oder nicht. Jetzt nehmt ihr euch ein beliebiges Brot eurer Wahl. Ich habe hier Toastbrot genommen, beziehungsweise das ist hier ein Vollkorn-Toastbrot, aber ihr könnt da einfach beliebig was auswählen. Was sich auch immer sehr empfiehlt, ist das Weißkastenbrot, nennt sich es glaube ich, was man teilweise in manchen guten Supermärkten bekommt, was dort frisch gebacken wird. Das ist nochmal deutlich besser als Toastbrot. Außen habe ich jetzt jeweils ein bisschen was von der Kräuterbutter dran geschmiert, auf jedes der Toastbrote, sodass wir nochmal eine Kruste bekommen, außen auf dem Sandwich drauf, die so ein bisschen kräuterlastig ist. Beziehungsweise auch durch die Butter wird das Ganze noch deutlich besser bei so einem Sandwich. Also ihr müsst nicht unbedingt Kräuterbutter nehmen, aber Butter empfiehlt sich eigentlich immer, damit man eine schön leckere, knusprige Kruste bekommt. Jetzt wird das ordentlich belegt, also da nicht sparsam sein, haut da ordentlich was drauf von dieser Thunfischmischung. Dann kommt noch der Käse drauf, ich habe hier Emmentaler Scheiben genommen, aber auch da könnt ihr einfach den Käse eurer Wahl nehmen. Ob es jetzt ein Gouda ist oder ein Cheddar, müsst ihr dann einfach entscheiden, was für euch jetzt so am besten dazu passt. Der Opti-Grill ist fertig vorgeheizt, das ist übrigens der Opti-Grill Plus XL in der schwarzen Variante. Aber es ist ganz egal, welchen Opti-Grill ihr verwendet. Jetzt für Sandwiches macht es auch gar keinen Unterschied. Beim XL kriegt ihr 8 Stück drauf, bei den kleinen Opti-Grill-Modellen 6 Stück. Der Unterschied bei den Opti-Grill-Modellen ist eigentlich hauptsächlich beim Fleisch anbraten, da sind halt die Elite-Modelle besser. So, ich lasse das hier laufen bis zur Stufe Ende grün, also gar nicht so lange. Einfach, dass es ein bisschen Farbe bekommt und auch durch die Kräuterbutter wird das natürlich ein bisschen schneller dunkel. Dementsprechend, ja, da einfach ein bisschen vorsichtig sein, das nicht zu lange drin zu lassen. Ich finde, hier sieht es aber gut aus, es ist nicht zu dunkel und der Käse ist auch geschmolzen, also das passt sehr gut. Wenn ihr generell mehr wissen wollt zu den Opti-Grill-Modellen, müsst ihr mal schauen. Ich habe so ein Video hier auf YouTube, das nennt sich Opti-Grill-Kaufberatung. Da findet ihr dann mehr über die Unterschiede und welchen Opti-Grill ich am meisten empfehle. Jetzt noch der Anschnitt für euch, damit ihr seht, wie das im Querschnitt aussieht. Sehr gut. Gut, ist ja natürlich optisch jetzt nicht das besondere Highlight, aber geschmacklich finde ich sehr lecker. Macht's unbedingt nach, ich kann es sehr empfehlen. Bis dann, macht's gut, euer Opti-Griller Benny.